Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Hier spricht Julius von Yellow. Ich würde gern Herr Rajesh Banker sprechen. Ja, kleinen Moment bitte. Rajesh, Telefon! Komm her! Bleib sitzen hier, ich muss weitermachen. Ja, hallo? Einen wunderschönen guten Tag. Hier spricht Julius von Yellow. Herr Banker, Ja? schön, dass Sie sind heute erreichen. Also, ich melde mich, weil Sie am 4.11., ja, um 11 Uhr bei einer Online-Umfrage teilgenommen haben. Und da hatten Sie Interesse gehabt an einem Tablet, Handy oder Fernseher, wenn Sie zu Yellow Strom wechseln. Erinnern Sie sich noch dran? Oh, das ist sehr lang gewesen. Genau, sehr, sehr lange her. Aber Ja. schauen Sie mal, da haben Sie Glück gehabt, dass Sie jetzt letztendlich hier hochgekommen sind. Denn das, was ich Ihnen hier anbiete, ist ein Sondertarif. Und Sondertarif. es ist so, Das ist gut, genau, ja. wenn Sie zu uns wechseln, bekommen Sie als Dankeschön ein Tablet, Handy oder Fernseher und Sie Oh. bezahlen auch weniger für den Strom. Ja, Strom Ne? sehr teuer geworden, right? Genau. Jedes Jahr machen Sie eine Preiserhöhung mit, nicht? Ja, Schauen Sie mal, fast immer. bei uns machen Sie 2 Jahre keine Preiserhöhung mit. Ja? Aber warum denn? Das geben wir Ihnen noch dazu. Warum? Das geben wir Ihnen einfach dazu, dass Sie da 2 Jahre keine Preiserhöhung mitmachen. Zwei Jahren. Sie Also haben Preisgarantie zwei für zwei Jahre Jahre. guter Preis, ja? Genau. Und Schauen Sie zwei, mal, ja? wenn Sie ein bisschen Zeit haben, könnte ich Ihnen kurz sagen, wie viel Sie bei uns bezahlen würden. In jährig Zeit, ich Ja? sitze bei Balkon, right? Okay. Ah, okay. So. Herr Benker, Ja? bevor wir hier weitermachen, müsste ich Sie kurz darauf hinweisen, dass Sie die Datenschutzbestimmungen der Yellow Strom GmbH ganz einfach unter yellow.de/Datenschutz einsehen können, ja? Ja, So, Frau können Sie Benker, erzählen? so, wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt? Das Datenschutzdingen, können Sie Gelesung machen? Ich habe nichts verstanden. Also die Datenschutzbestimmungen können Sie ganz einfach unter yellow.de/Datenschutz einsehen. Man muss mal Ja? selber lesen. Genau, wenn Sie da Oh irgendwelche Gott. Informationen haben möchten, können Sie das da lesen. Ja, weil kann ich Ja? nichts so gut Deutsch lesen. Nee, alles gut, diese Datenschutz, das ist ja nur für Ihren Schutz, ne? Dass wir da keine Daten weitergeben oder sonst was. Ja, Ja? ja. Aber Sie da Okay. bei Gewinnspiel nehmen, bei mir anrufen, aber keine andere geben, right? Genau. Gut. Okay. Also, Herr Benker, Ja. Da bin wie ich. viele Personen leben in Ihrem Haushalt? Drei, right? Zwei Erwachsene, ein Kind? Ne, drei alte Mann. Ah, drei Erwachsene. Ja. So, aber dann mache ich 3000 Kilowatt. 3000 Kilowatt ist ein guter Standardwert für drei erwachsene Personen, ja? Ja, ist das viel? Ich weiß nicht. Bitte? Ist das viel? Ich weiß nicht. Ja, das reicht schon. Das reicht schon für ihr drei erwachsene Personen. Ja, das ist gut. Ja? Weil nichts, das bei das Okay, dann. andere. Wir bei 3, 4 Wochen, wir Brief kriegen, muss 300 € paar noch geben. Oh, schauen Sie mal. Nichts gut. Bei uns haben Sie einen Verbrauchspreis pro Kilowatt von 28,87 Cent und Sie bezahlen bei uns nur 26,85 € Grundpreis pro Monat. Right. Und Sie bekommen noch Tablet, Handy oder Fernseher dazu als Dankeschön, wenn Sie bei uns Neukunde sind. Oh. Und Sie haben auch noch 2 Jahre lang eine Preisgarantie. Was Das heißt, bedeutet? für die nächsten 2 Jahre machen Sie keine Preiserhöhungen mit. Preise bleiben gleich für die nächsten 2 Jahre. Das gut. Und was bei Monat kosten? Sie bezahlen bei uns nur 26,85 € Grundpreis pro Monat. Und wie gesagt, da haben Sie noch einen Verbrauchspreis von 28,87 Cent. Ja, und was zusammen kostet das 3000 Kilogramm? Wie viel kostet denn bei Monat Ja, bei Europa? ich habe hier ja 12107 in Berlin, richtig? Right. Und ich habe 3000 Kilowatt gemacht. Da würden Sie bei uns nur 26,85 € Grundpreis pro Monat bezahlen. Ja, das hatte ich jetzt schon dreimal sagen. Aber was ganze Preis geben? Wie viele Europa bei Bank bringen? Ja, wie gesagt, ich Ja. habe Ihnen ja schon gesagt. Ja, warte, dann muss Die ich selber. Kondition. Warte, Taschenrechnung nehmen, right? Warte. Ist das von meinem Bruder holen? Also muss ich mal sagen, 28 Cent bei Europa, ja? Genau, also 28,87 Cent brutto Ja, mal und Sie bezahlen 3000, bei uns. right? Genau. Ja, das dann 86 Europa. Warum muss ich selber rechnen? Du bist doch Manager. Naja, also schauen Sie mal, das ist ja alles brutto und ich habe Ihnen das ja eigentlich schon gesagt, alles.
Nee, du sagst ja 26 Euro beim Monat bezahlen, aber ich habe doch 3000 Kilogramm, das muss man ja auch bezahlen. Das, also schauen Sie mal, ne? Oder nicht, oder ist das die ganzen. Nein, also ich, das ist doch schon alles. Ich habe die Kondition doch schon gesagt. Ja, also beim Monat 28 Euro bezahlen, aber das nur das, das Verbindung Gebühr. Aber man muss ja auch das Strom bezahlen, oder nicht? Ja. Ja, also. Und das wollte ich wissen. Was kostet das? Ach so, Sie möchten, Sie möchten den Abschlag wissen. Wer hat wenn, ha? Ah, Sie möchten den Abschlag wissen. Also was Sie bezahlen ganze, im Monat. Ganze Preis mir sagen, weil sonst kann ich doch nichts wissen, ob das gut. Okay, klar, klar. Oh. So, dann rechne ich das einmal kurz aus. Ja. So, dann bezahlen Sie bei uns nur 99,03 Euro brutto. Na, und Sie bekommen Tablet, Handy oder Fernseher dazu und Sie haben 2 Jahre lang Preisgarantie. Ah, ist brutto denn gut oder brutto denn schlecht denn von des beiden? Ich das immer brutto, Verwechslung machen. Brutto. Brutto ist ohne Steuern. Also muss man Mit Steuern. Also muss ich bei des 99 ja. Europa noch Steuer geben, right? Ja, das ist schon alles. Also netto noch wäre noch weniger. Netto würde ungefähr irgendwas mit 90 Euro sein. Ja, warte, muss man noch mal eine Rechnung machen. Warte mal. Wie geht's mit Taschenrechnung machen, right? Warte mal. Das ist kaputt, das Null ist kaputt. Aber wann muss ich eine Mehrwertsteuer wegnehmen davon? Nee, dazu nehmen, right? Genau, also 99 Euro und 03 Cent ist schon mit Mehrwertsteuern, Steuern, alles schon mit drin. Oh, das mit, gut, gut. Ich dachte, muss man noch dazu rechnen. Oh. Nee, und netto wäre dann noch weniger. Ja, können wir ohne machen, ohne Märchensteuer. Hallo? Sure. Ja, Moment. Weil wenn das kann man das sparen, das ist ja besser, right? Warum soll man das bezahlen? Mhm. Ja, es wäre dann irgendwas mit 90, also unter 90 Euro. Wirklich? Ja, würde ich mal so vermuten, das ist ja 90%. Ja, right. Hallo? Ja. Ja. Ja, ich höre Sie zu. Ja, ich warte. Achso, Sie warten? Ja. Also netto weiß ich jetzt nicht genau, wie viel das ist, aber es ist auf jeden Fall unter 90 Euro. Ja, können wir das dann unter 90 Europa. Das ist besser als 99 Europa. Genau, also das ist ja brutto, was ich Ihnen gesagt habe. Netto ist ja das, was dann wirklich abgebucht wird bei Ihnen. Und jetzt. Das ist ja unter dann 90 Euro. Also die bei mir keine Steuern nehmen, nicht bessere Kondition kriegen. Steuern ist ja sowieso immer mit bei. Ja, aber was bei meinem Konto kommen? 99 Euro oder unter 90 Euro? Was die nehmen? Unter 90 Euro. Die unter 90 Euro von meinem Konto nehmen. Mhm. Und wer das andere bezahlen, das andere 10 Euro, wer das bezahlen? Ich glaube, Sie verstehen das nicht ganz genau. No. Ja, darum fragen. Ich nichts fragen, wenn ich habe verstanden, right? Ich muss ja verstehen. Ja, also brutto ist das, was mit den Steuern abgezogen wird, aber was letztendlich bezahlt wird, ist halt der Nettopreis, ne? Ja, und wer das bezahlen? Sie. Also, ja, aber du eben sagen, dass das Brutto nichts bei Konto wegkommen, das Netto bei Konto wegkommen, richtig? Ja. Und wer das andere netto 10 wird, Euro netto bezahlt? Netto ist der Betrag, was Sie wirklich bezahlen. Ja, und wer bezahlt denn andere 10 Euro? Ja, Sie, ne? Also Sie und teilweise auch der Staat. Das Angela Merkel? Nicht Angela Merkel, aber weiß ich nicht genau, wer das macht. Okay, das ist in Ordnung. Okay, ja. Also bei welchem Stromanbieter sind Sie denn eigentlich? Das, das Wort nichts, Stadtwerken? Wieder Vattenfall oder nicht? Sind Sie nicht bei Vattenfall? Ja, das Stadtwerken Vattenfall.
schrecklich lang. Sind Sie bei Stadtwerke oder Vattenfall? Vattenfall kommen, right? Strom, okay. Strom bringen. Herr Benker. Ja, und Herr Benker, sind Sie nichts von haben Vattenfall? Haben Sie auch Gas? Ha? Haben Sie auch Gas? Ja, das von Gazak bekommen, right? Nee, Herr Benker, haben Sie nur Strom oder auch Gas? Ja, ja, beiden, beiden. Beides? Beiden. Ah, schauen Sie mal, wenn wir Strom und Gas, wenn Sie Strom und Gas bei uns machen, bekommen Sie ein Kombi-Tarif, das würde nochmal günstiger werden. Möchten Sie Gas auch bei uns machen? Dann zwei TV bekommen, zwei Television. Nee, leider nicht. Also Sie können das machen, aber dann ist es nicht so günstig. Wenn Sie, ich mache das ja als Kombi-Tarif. Also das, Strom und Gas in eine, wenn, Strom und Gas in einen Vertrag und das wird nochmal günstiger für Sie. Also wenn du, wie groß ist Ihr, wenn du zwei ja? Geräte nehmen, mehr Geld kosten als bei einem Gerät. Genau. Oh. Genau. Weil, Gerät weil ich, wenn ich zwei Geräte mache. Ja. Kann ich leider nicht in einen Vertrag machen. Dann müsste ich zwei Verträge machen, Strom ja. und Gas. Das ist ja klar. Das aber, eine Strom, das andere Gas, weil da kann ja nichts das Gas genau. bei Steckdose kommen. Aber right? ich mache aber Strom und Gas in einen Tarif, dann bekommen Sie aber nur eine geschenkt. Okay. Was heißt geschenkt? Aber eine Prämie. Ja, das ist doch geschenkt geben, oder muss man das bezahlen, right? Sie bezahlen nur einmal. Eine kleine Gebühr. Zum Beispiel für Tablet, Sie bezahlen 1 Euro. 1 Euro. Oh Gott, sehr gut. Dann ich 3 Stück nehmen. Nur Spaß gewesen. Nur Spaß machen. Okay. Wie, Herr Benker, wie groß ist Ihre Wohnung? Damit ich einmal kurz das, Gas ausrechnen kann. Warte mal, muss, warte mal kurz. Einmal fragen, ja? Einen Moment. Hat du Zeit? Ja, okay. Ja, warte mal. Ja, alles gut. Wie groß ist die Wohnung? Ha? Wie groß Wohnung? Quadratkilogramm. Du meinst Quadratmeter, ja, egal, wie groß ist Wohnung. So 110, 120 sowas. Okay, danke. Das Kollege sagt 110, 120 Quadratmeter. Okay, ich mache dann 14.000 Kilowatt, ja? Das ist eine gute Standardwert für... Stopp. Eben du 3.000 sagen. Eben 3.000, jetzt 14.000 sagen. Ja, für Gas. Ich mache für Gas jetzt. Ich mache jetzt für Gas, Herr Benker. Gas, ja. Und das mehr brauchen genau. als Strom? Genau, Strom habe ich 3.000 Kilowatt gemacht und bei Gas mache ich jetzt 14.000. Und das dann 17.000 zusammen, right? Bei Kombi. Ja, könnte man sagen, aber für Gas ist 14.000, da ist ein bisschen anders. Ja, Kilowatt. Und bei so großer Wohnung des Strom reichen, ja? Genau. Gut. So, ich mache 14.000, ich rechne noch mal kurz nach. Das ist gut. So, dann würden Sie einen Verbrauchspreis pro Kilowattstunde von 5,43 Cent sein und Sie bezahlen bei uns nur 11,87 Euro Grundpreis pro Monat. War nett, ne? Hallo, ja? Du musst aufschreiben, nichts zu schnell machen. Was war Grundpreis? Okay. 11 Euro paar? 11,87 Euro. 11 Euro paar. Brutto alles, ne? Das ist alles brutto. Also das warte, was, dann rechne ich noch mal einmal. Das ist das, was den Angela Merkel bezahlen, right? Nein, nicht, das bezahlen Sie auch. Aber nicht nur. Aber warte, ich rechne das jetzt einmal kurz aus. Ja, und was war das andere pro Kilogramm? Wie viel muss man bezahlen bei Europa? 5,43 Cent. 5,43 Euro pro Cent. Dann bezahlen Sie im Monat bei uns für Gas 75,22 Euro. Ja, brutto. Und wie viel davon das Angela Merkel bezahlen? Ich da weiß ich nicht genau, wie Sie da mit dem Staat sind. Ob Jobcenter mitbezahlt oder sonst was, weiß ich ja nicht. Nee, das beides Brutto Netto, weil das ja das Bruttopreise du mir sagen, aber Nettopreise bei meinem Konto nehmen. Genau, also Brutto wird abgezogen bei Ihnen, aber was wirklich das kostet, ist auf jeden Fall weniger. Ja, und das weniger dann bei Zahlung machen, ja? Mhm. Das ist sehr gut. Super. Das Rest okay. können die dann machen, weil ich viel arbeite. Okay, wie gesagt, geben. Wie gesagt, Herr Benker, ja? Sie würden bei Gas 75,22 Euro brutto bezahlen im Monat für Gas. Ja. Ja? Und wenn wir Strom und Gas in einen Tarif machen, wird noch mal günstiger. Das wäre ein Kombitarif. Leider kann ich Ihnen das nicht eher ausrechnen. Ja. Das macht die Bestandsabteilung. Und was dann kosten? Okay. Kann ich aufschreiben, wie viel Europa bitte? Das, was, wie viel Europa dann kosten? Also
Für Gas 75,22 € brutto. Nein. Das Combination von beides. Da, okay, Moment. Ja. So, schreiben Sie erstmal für Strom 63,35 €. Okay? Nein. Tut mir leid. 63,95. Nein. Das ist nicht richtig. Bei Strom, Sie bezahlen 99,03 €. Warum brutto? Jetzt so viel mehr? Wenn du 63 sagen, jetzt 99 sagen. Na, warum? Herr Benker. Ha? Ich habe außersehen die alte genommen. Schauen Sie mal. Bei Strom, Sie bezahlen 99,03 € brutto. 99,03 €. Das ist das, was Angela Merkel den anderen teilnehmen, ja? Das bezahlen Sie brutto. Und das netto dann bei den anderen. Und wenn Sie da Hartz IV oder Jobcenter hilft oder sonst was, hallo, dann den ganzen Tag arbeiten, heute frei haben, nichts asoziale Hartz IV machen, ja? Okay. Super. Das und bei lustig. Gas? Wir Inder immer arbeiten, right? Ah, okay. Sehr gut. Ja, bist du auch von Indien? Du hast so Akzenten von Panjit Kanti. Nee, hab ich leider nicht. Und ich denke, du bist vielleicht meine Bruder. Right. Woher kommst du, meine Bruder? Ich komme aus Deutschland. No. Ja, aber wo du arbeiten? Wo, welche Stadt kommst du? In Hamburg. Hamburg? Oh, sehr gut. Herr Benker. Ja? Bei Gas, Sie bezahlen 75,22 €. Ja, und das, was Angela Merkel geben und das andere, was die bei meinem Konto nehmen. Nee, das ist alles brutto. Ja, das warum meine Angela Merkel? Das, weil du sagen, das brutto. Das ist ja aber eigentlich weniger. Also ich das brutto nehmen, 19% genau, wegnehmen und das andere dann bei deiner Firma geben. Ja. Right. Also Herr Benker, wie gesagt, bei Gas, Sie bezahlen 75,22 €. Ja? Ja. Abschlag. Im Monat. Ja. Okay. Genau. Und das ist brutto. Brutto. Möchten Sie die Unterlagen, also ich mache Ihnen jetzt hier Unterlagen fertig, da haben Sie alles nochmal schwarz auf weiß und wenn Sie damit zufrieden sind, können wir alles in die Wege einleiten für Sie. Ist das okay? Ja, musst du dann aber mit des Kollegen reden, wo hat das Wohnung mieten, oder? Ne, ist das nicht Ihre Wohnung in der Mariendorfer Damm 179? Ich da wohnen, aber das bei Einwohnergemeldung, also bei das Angela Merkel, das anmelden, aber das Wohnung, das ist von Kumpel. Ich da nur mitleben, das keine Vertrag hier haben, right? Okay, könnte ich dann mit den Kollegen sprechen, weil das ist doch seine Wohnung. Ja, magst du mit denen reden? Ja. Ja, warte mal. Nimm ich das mit dir reden, bitte. Warum? Ja, aber das ist nichts meine Wohnung. Hallo! Wer ist da? Herr Benker. Nichts, Herr Benker. Wer sind Sie? Dimitri? Da. Ah, ja. Herr Dimitri, ich habe mit Kollegen gesprochen. Dimitri ist mein Vorname. Ah, was ist Ihr Nachname? Vladislav, da. Paruski? Ja. Nein, leider nicht. Nicht auf Paruski. Okay. Du hast gedacht, weil du so meinen Namen so betont, dass du Russe bist. Ja. Also. Bist du aber nicht von Usbekistan, oder? Du hast Akzent wie Usbekistan. Nein. Sonst nicht mit dir reden. Okay. Also, was geht? Schauen Sie mal. Was ist Problem? Schauen Sie mal. Deine Kollege, ja, der Herr Benker. Der hat eine Online-Umfrage gemacht, nur Sie bekommen von uns eine Tablet-Handy oder Fernseher und Sie bezahlen weniger für uns. Versuchst du gerade meinen russischen Akzent nachzumachen? Na, also damit Sie mich besser verstehen. Ach, dann willst du mich verarschen, oder was? Warte, wir haben... Nein, möchte ich nicht. Ey, hör mal zu, wir haben hier auch einen Schweizer Kollegen. Willst du auch seinen Akzent nachmachen, dann kannst du mit ihm reden. Nein, möchte ich nicht. Warum nicht? Hast du keinen Humor, oder was? Ich kann nicht Schweizisch sprechen. Aber du kannst, komm, wir machen dir. Du redest jetzt die ganze Zeit weiter wie ein Russe und ich versuche, wieder Inder zu reden.
Wenn Sie das möchten. Die kommen uns doch abholen bei Forensikbett. Nein. Doch, ist einfach. Kannst du russische Worte sprechen? Nur ein bisschen. Kannst du, ganz wichtig, wenn du mit mir redest, kannst du russische Schimpfworte sprechen? Nein, das kann ich leider nicht hier sagen. Ich bin doch auf Arbeit. Kann dein Chef russisch oder was? Nein. Na, siehst du. Dann also, ist doch kein Problem, Pierre. Wie ist nochmal Ihr Nachname? Wladislav. Eben hast du gesagt. Jetzt sagst du sie. Kannst du dich bitte entscheiden? Okay, Herr Wladislav. Du bist lustiger Vogel. Ich weiß immer noch nicht, warum du. Was ist das Problem? Warum hast du angerufen? Warum redest du 20 Minuten mit Inder und sagst dann... Ich wollte doch gerade sagen, Herr Wladislav. Ja, warte mal. Ich bin von der Yellow Strom, eine Stromanbieter. Und wenn Sie zu uns wechseln, Sie bekommen eine Tablet, Handy oder Fernseher dazu. Alter, und Sie bezahlen weniger für Ihren Strom und Gas. Alter, du solltest Synchronsprecher werden. Du machst es mit dem Akzent richtig gut. Ich bin begeistert. Was kannst du noch für Akzente machen? Ey, also Herr Wladislav, verarschen Sie mich hier gerade oder was? Wer verarscht hier wen, Blät? Eben hast du noch Deutsch gesprochen. Jetzt versuchst du wie so Ghetto-Gangster zu reden, weil ich Akzent habe, Blät. Ja, also ich möchte doch auf eine gleiche Ebene mit Ihnen sprechen. Wenn ich hier zu Deutsch spreche, Sie verstehen mich nicht. Alter, was ist das für rassistische Vorurteil, Blät? Nein, also möchte... Herr Becker, nein, Herr Wladislav. Ja, willst du lieber wieder mit dem Inder reden, Blät? Oder hast du... Warte mal. Hast du auch seinen Akzent nachgemacht? Nein, hab ich nicht. Warum machst du dann bei mir? Keine Ahnung, ich habe viele russische Kollegen und deswegen... Ah, das ist gut. Hast du russische Freundin, Blät? Nein, leider nicht. Ja, dann besser, wenn du triffst, russische Frau, du nichts Akzent nachmachen. Die Nein, schlägt ich, die Schnauze. Also ich kann nicht machen, sonst krieg ich Schläge bestimmt. Alter, ich finde das so geil, wie du das nachmachst, Blät. Du könntest YouTube-Kanal machen. Also Stimme imitieren, Mann. Also, ey, jetzt ganz ehrlich, Herr Wladislav, ich möchte Ihnen hier günstigeren Strom und Gas geben und Sie bekommen auch als Dankeschön von uns eine Tablet-Handy oder Fernseher. Na? Und ich habe gerade auch schon die Preise deiner Kollege gegeben, deine indische Kollege. Habt ihr eigentlich eine WG oder warum haben die so viele internationale Leute bei ihr? Ja, wir klar, wir Studio-WG, Blät, für Universität. Sonst kannst du nicht bezahlen, kennst du doch bestimmt. Herr Wladislav, können Sie überhaupt Ihren Strom wechseln oder ist das mit dem Vermieter gemacht? Jetzt redest du wie ein Italiener, sag mal, was ist mit dir los? Du verarschst mich doch, ich bin doch gerade irgendwo im Radio, nein, oder? Nein, sag mir, welche bist du von Radio Berlin oder was? Ich kenne den Typen, wie heißt der? Burhan Yilmaz, Blät. Bist du das? Nein, ich... Alter, ich bin im Radio, der verarscht mich doch. Was, komm, kannst nein, du... Nein, ich bin von der Yellow Strom. Ich hab dich... Ich bin von der Yellow Strom, ohne Scheiß. Nimm's zu, Mann, wenn ich dich erwischt habe. Gut, ich spiele dein Spiel mit, mal gucken, was noch kommt. Ich spiele dein Spiel mit. Herr Wladislav, das ist kein Spiel. Ich rufe von der Yellow Strom an. Okay, und du willst mir Strom verkaufen. Ja? Ich dachte, du bist Kumpel von Rajesh, Blät. Nein. Okay, Herr Wladislav. Aber jetzt bist du Kumpel, du bist cool drauf, Mann. Danke. Herr Wladislav, jetzt ganz ernst jetzt ganz ernst. Da. Ja? Ich habe gerade deine Kollege die Preise gegeben. Ich habe die ganze Zeit mit der falschen Person geredet. Ich dachte die ganze Zeit, er ist der Vermieter für diese Wohnung. Aber nee. das sind Sie, ne, Herr Wladislav? Nee, stopp. Also, der Vermieter ist von Universitätsgelände und wir hier wohnen. Also wir sind nicht die Vermieter, wir sind Mieter. Achso, also Mieter, ne? Sie bezahlen Strom und Gas unter Ihren eigenen Namen. Nein, nicht meinen Namen, das bei anderen Kollegen. Ich nur hier wohnen. Hä, wer bezahlt denn den Strom? Und bei welchem ist denn der Vattenfall? Der Dorian. Wer ist Dorian? Der andere Kollege. Ach so, warte. Meine russische Superhirn, du musst mit dem Mensch sprechen, was das Wohnung gemietet hat, ey, ja? Warte mal, ich weiß jetzt, was hier abläuft.
Also das ist jetzt, ist das ehrlich eine WG oder was? Ja, natürlich, soll ich den holen? Ey, sie verarschen mich doch. Warte, wie redest du mit mir, blöd? Alles klar, egal, ich weiß Bescheid. Das war eine gute Gespräch. Ich danke Ihnen ganz herzlich und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, ja? Was soll das denn jetzt? Ich kann den anderen Kollegen holen, ist kein Problem. Nein, das ist kein Problem. Ich möchte nicht mehr sprechen. Das Warte, reicht du verarschst mich doch. Jetzt sag mir wenigstens, welche Radiosender das ist. Ey, Sie haben sich verarscht. Wie redest du mit Kunden, Blatt? Gib mir deinen Vorgesetzten. Findest du das lustig oder was? Sie können meinetwegen meine Vorgesetzten sprechen. Ja, aber das reicht jetzt für heute auf jeden Fall. Gib mir. Schönen Tag noch, ja? Wie ist dein Name? Ich werde mich beschweren, Alter. So redest du nicht mit mir. Nein, mein Name ist Julius von Wachtmeister. Julius von Wachtmeister und ich bin der Kaiser von Nordkorea, genau. Alter. Nein, Sie sind Herr Vladislav. Gib mir deinen Vorgesetzten, Blöd. Ich habe ein Recht darauf, mit deinem Vorgesetzten zu reden. Du hast mich rassistisch beleidigt, nein. Blöd. Nein. Gib mir deinen Vorgesetzten. Alles klar, nein, das Alter, wenn jetzt du jetzt heute, auflegst, Alter, ich schwör, Mann. Ja, dann rufen Sie einfach nochmal an, dann können Sie mit meinem Vorgesetzten sprechen. Gib aber mir ich den. Spreche nicht mehr mit ihm. Was bist du für einer, Alter? Was ist dein Problem? Ja, Sie können nochmal anrufen, wenn Sie möchten. Wie, also wenn Sie ich rufen möchte, nochmal, gib mir, können Sie anrufen. Gib mir deinen Manager, Alter, ohne Scheiß, Mann. Ja, okay, dann gebe ich Ihnen deinen Manager. Gib mir deinen Meine Manager. Manager. Dabei. Nochmal anrufen, ja? Was? Meine Teamleiter ruft nochmal an, er hat keine Zeit gerade. Wie, der hat keine Zeit? Ja, der ruft gerade eine andere an. Wie ist denn deine Dienstnummer? Ja, das ist diese Nummer, da rufen Sie nochmal an, wenn Sie da irgendwie Lust haben. Nein, ja? Deine Personalnummer, du sollst mir deine Personalnummer geben. Ja, ich gebe meine Personalnummer, ja, da. 040. 040? Nee, das ist nicht Telefonnummer, Personalnummer von deinem Mitarbeiterausweis. Personalnummer. Von deinem Mitarbeiterausweis, Blät. Nein, ich gebe Ihnen hier meine persönliche Rufnummer. Ich gebe Ihnen nicht meine... Alter, warum redest du jetzt wieder wie ein Italiener? Ach ey, Sie nehmen mich doch aufs Ohr, Mensch. Wenn dann heißt das auf den Arm nehmen, da? Wenn du schon Julius heißt, solltest du deutsche Sprache kennen. Hast du noch andere ausgedachte Normal. Namen? Hast du noch andere ausgedachte Namen, mit denen du arbeitest? Oh, ist das episch geile Nummer. Geil.